Die haben Amir hier in eine Obsidian-Box eingesperrt. Amir, wir werden dich retten kommen. Wir müssen auf den richtigen Moment warten. Alphastein? Alphastein ist auch hier! Hey, warte mal. Hey, Leute, Crymax hier. Was geht, euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück auf der YouTuber-Insel hier in Minecraft, Leute. Was geht ab? Heute ist einiges geplant, Leute. Letztes Mal wurde Amir von unseren Feinden erledigt und sie haben den Loot von Amir geklaut, Leute. Stani und ich sind richtig sauer und heute werden wir Amir und seinen Loot wieder retten, Leute. Seine gesamte Netherite-Rüstung haben die nämlich eingezogen und Amir ist auch noch in Gefangenschaft. Wir müssen unseren Netherite-Bruder Amir heute retten, Leute. Lasst dafür jetzt mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Wir gehen jetzt hier mal direkt hoch in mein Penthouse und ich sehe hier auch schon einen Namen, aber ich glaube, es ist nur Candy. Hallo, Nachbar. Candy? Ist der Vermieter? Ja? Hä? Was ist los? Ich wollte was genehmigen lassen, da du ja mein Vermieter bist. Ich habe Umbaumaßnahmen, nur kleine gemacht. Okay. Ich wollte mal nachfragen, ob das so in Ordnung wäre. Ja, aber schnell, schnell, wir müssen Amir befreien. Ja, ich habe nicht viel Zeit. Ja, ja. Wie sieht's denn hier aus? Das musst du reparieren. Ja, das war Stani gewesen, repariere ich. Ist gar kein Problem. Ey, du kannst nicht immer nur die Schuld auf andere schieben. Du musst das hier reparieren wieder. Ja, mach ich. Ich habe hier nur so eine Kleinigkeit. Ich weiß gar nicht, ob das genehmigungspflichtig ist, aber musst du mir dann sagen, quasi. Alter! Von vorne mal schauen. Was? Ist das dein Ernst? Wieso, hä? Ey, du kopierst hier nicht mein Penthouse und baust dann hier eine riesige Candy-Figur drauf. Was hast du da... Also, es sieht ja an sich gut aus, aber nee. Nee. Ist nicht genehmigt. Hä, aber jetzt, da haben wir jetzt ein Problem, weil das steht schon da, wie du siehst. Ja, da hättest du mal da vorne Baugenehmigung holen müssen. Da haben wir jetzt wirklich ein Problem. Was ist das hier? Ist das Wolle oder was? Nein, das ist Beton. Das ist Sand mit Kies gemischt. Ganz einfach. Also kann man das gar nicht anzünden? Das kann man nicht anzünden. Deswegen habe ich mich gegen Wolle entschieden, weil ich wusste, dass die Frage kommt. Also wir können ja, wir können uns ja vielleicht auf was einigen. Komm mal mit runter. Okay. Leute, ganz ehrlich, ich lasse jetzt hier nicht eine riesige Candy-Figur auf meinem Penthouse-Dach stehen. Das reicht schon, dass er das kopiert hat. Ey, Candy, du machst mich echt fertig, ne? Wir sind hier im Krieg. Okay. Unser Netherite-Kumpel Amir wurde entführt. Und du hast nichts Besseres zu tun, als eine riesige Candy-Figur auf mein Haus drauf zu bauen. Ja, das ist zur Abschreckung, damit die denken, hä, Candy ist gewachsen, da gehen wir nicht hin. Wir machen es jetzt was folgendermaßen. Was ist meine Aufgabe? Es gibt jetzt zwei Optionen. Ja. Entweder Option 1, du hast Krieg mit den Netherite Guards. Hä? Wir werden alles, was von dir ist, verschwinden lassen und jegliche Erinnerung an dich, sodass du hier nie da gewesen bist hier. Das will ich nicht. Oder Option 2, du baust das zu einer riesigen iCrymax-Statue um. Warte mal, nein, wie wär's, wenn ich hier uns drei hinmache, die Netherite-Guards und Amir auch noch, alle so ein groß, boah. Ja, das ist auch eine krasse Idee, ja. Das wäre sehr, sehr krass. Das ist eigentlich echt eine krasse Idee. Ja, okay, aber hier auf dem Haus will trotzdem ich platziert sein. Ja, dann das heißt, muss ich das wohl umbauen. Hier werde ich stehen. Du kannst ja irgendwo hier unten stehen. Ja. Hier, da, da, hier unten. Ja, da unten. Nein, Spaß, war nur ein Witz. War ein Witz. Nein, du kannst hier neben dran mit Stani und so. Ah, aber okay, hier ja, auf meinem Penthouse werde ich stehen. Ach so, also hier du und hier ich. Ja. Ja, gute Idee. Aber wollte ich eh so bauen. Das war hier nur ein Test. Alter, also, aber also an sich, die Figur sieht krass aus. Muss ich dir lassen. Muss ich dir wirklich lassen, sieht gut aus. Ja, war auch nicht aufwendig. Also ist okay, wenn ich es jetzt wieder abbaue. Ja, und reparier bitte dein Haus. Das sieht ja hier aus wie, guck mal, wie das bei mir gepflegt drüben aussieht. Das war's, Stani. Ja, weil du uns verraten hast. Du musst das reparieren. Guck dir mal an, wie meine Bude hier aussieht. Top beleuchtet. Bepflanzt. Guck mal hier, das sieht aus wie eine Baracke hier. Jeden Tag werde ich hier kaputt gemacht. Ich muss jeden Tag neu aufbauen. Ja, dann bau das mal schnell wieder. Ja, ich mach das. Habe ich jetzt eine Aufgabe für die Netherite Guards? Soll ich irgendwas besorgen? Ja, Statuen bauen, riesige Statuen bauen und deine Bude hier reparieren. Ja, okay, das sollte ich hinkriegen. Das so. Ist nicht allzu schwer. Okay, sehr gut. Machen wir so. Hast du aber trotzdem gut gebaut. Ja, muss man dir lassen. Und dein Hähnchen werde ich jetzt hier trotzdem noch abschießen, den einen da oben. Was? Nein, nicht das Hähnchen. Ich hab's den extra versteckt. Mr. Chicken da oben. Okay, jetzt ist er weg. Hey. So. Okay, ich muss weiter, ich muss Amir retten. Hast du eigentlich mittlerweile mal eine Netherite-Rüstung? Mir wird das doch immer alles abgenommen. Natürlich nicht. So Stani hat mir Netherite weggenommen. Ich gehe später für dich ins Nether ein bisschen Netherite farmen. Als ob, das glaube ich nicht. Ich da muss ein Haken dran sein. Nein, ich werde später ein bisschen Netherite. Das kann ja nicht sein. Du kannst hier kein Netherite-Guard sein, hast nicht mal eine Netherite-Rüstung. Ich werde später ins Nether. Ja, das ist schön und da muss aber noch Netherite drauf. Ich muss weiter. Du
musst Amir retten. Ja. Okay, Leute. Alter, baut der hier einfach eine riesige Candy-Figur auf meine Bude drauf. Also, es ist ja eigentlich seine Bude, aber er hat die ja von mir kopiert und deswegen gehört sie mir. Ey, ich glaub's ja wohl nicht, aber hat er gut gebaut. Das muss man dem lassen. Wenn er das jetzt zur iCrimex-Statue umbaut, dann ist das okay. Dann darf die da stehen bleiben, Leute. So, wir gehen jetzt mal hoch in unsere Netherite-Base. Ich habe auch noch vor, die Treppe hier auf jeden Fall zu bauen. Also, es sind einige Projekte geplant. Wir brauchen noch mehr Netherite. Hier muss noch die Treppe runtergebaut werden, damit man sich hier nicht immer den Berg so hochkämpfen muss, Leute. Und natürlich oberste Priorität ist es, Amir heute zu retten. Ich bin mal gespannt, ob Stani schon da ist, Leute. Wir gehen jetzt hier mal schnell hoch. Leute, Amir muss gerettet werden und vor allem, Leute, sein Equipment. Ganz, ganz wichtig. Amir ist gerade erst letzte Folge zum Netherite Guard geworden, hat endlich seine komplette Netherite verzauberte Rüstung, verliert jetzt alles direkt wieder. Das schwächt natürlich auch unsere Netherite Teamstärke, Leute, weil wir jetzt natürlich nur noch zwei voll ausgerüstete Leute sind und naja, ja, mit Arrive sind eben SU und Russik sind da halt eben mehr Leute, ne? Die sind ja zu dritt, drei voll ausgestattete. Jetzt waren wir gerade mit Amir so weit, dass wir eben auch zu dritt waren. Oh mein Gott, hier heftiges Jump and Run, was man hier machen muss, um hier hochzukommen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig für unseren Netherite-Orden, dass wir wirklich wieder Amirs Sachen retten und vor allem natürlich auch Amir retten. So, wir gehen jetzt mal kurz hoch zur Festung. Vielleicht ist ja Stani schon da, Leute. Und dann werden wir direkt unseren Angriff planen. Let's go. Ey, das ist wirklich so nervig, hier immer sich so hoch zu kämpfen. Wir müssen unbedingt hier mal so eine Treppe hinbauen. Oh, da ist er ja. Stani! Ja, Stani. Was los? Wir müssen heute Amir retten. Ja, Bro, wir müssen Amir retten und Amirs Sachen retten auf jeden Fall, weil Amir hat auch meine Pickaxe, Bro. Oh, nein, nein. Ja. Bro, weißt du, was mir gerade eben auch erstmal klar geworden ist? Wir sind ja jetzt in der Unterzahl, jetzt wo wir Amir verloren haben. Also es ist super, super wichtig, seine Sachen zu holen und ihn zu holen. Ja, ja, es ist übel. Weil Bro, die sind ja mit Arrive sind ja zu dritt voll ausgerüstet und wir sind nur zu zweit voll ausgerüstet. Ja, weil Candy die haben kann auch ja alle Verzauberungen, nur Tränke, alles Goldäpfel. Ja. Ich habe das doch alles gesehen. Die haben hunderte Enderperlen, Bro. Die haben 100 die Enderperlen. SU läuft nur mit 50 Enderperlen im Gepäck rum. Ey, weißt du was? Ich hole jetzt einmal Amirs Sachen zurück und dann will ich mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Nee, Ende. Bro, die sollen einfach nicht mehr hier unser Gebiet betreten und dann ist das für mich gut. Dann ist das okay, dann spalten wir die Insel einfach in zwei Hälften und dann ist Ende. Vielleicht mache ich sogar eine riesige TNT-Linie und spalte die Insel wirklich in zwei Hälften. Und dann ist es einmal die Netherite-Hälfte und die Loser-Hälfte. Genau, und die Loser-Hälfte. Und wer sagt, ich sag mal so, die Zuschauer können sich dann entscheiden, ob sie bei den krassen Leuten dabei sein wollen oder bei der Loser-Hälfte. Ja, ne? Also die Loser-Hälfte würde ich mich ja distanzieren. Bro, ich habe überlegt, lass mal mit Unsichtbarkeitstränken da angreifen. Und da könnten wir nämlich die Kisten aufmachen und eventuell die Sachen rausklauen, das weißt du? Das wäre richtig und wichtig. Amir ist. Ja, richtig und wichtig. Okay, warte dann. Ich habe ja bei mir Verzauberungsding, dann komm mal mit zu mir. Was brauchen wir für Unsichtbarkeitstränken? Wir brauchen Spinnenaugen. Spinnenaugen? Habe ich auch. Hast du welche? Habe ich auch. Braucht man da fermentierte Spinnenaugen? Ja, fermentierte Spinnenaugen zu 100%. Weil ich habe keine Pilze. Hast du Pilze? Im Zweifelsfall im Nether sind ja auch oft Pilze. Ey, Leute, das ist eine richtig gute Idee von Stani. Wir machen uns einfach Unsichtbarkeitstränke und werden dann einfach unsichtbar bei denen reinsneaken, Amir retten und seinen Loot retten, Leute. Das ist heute unsere Mission. Alter, Obsidian abbauen dauert ja echt auch lange. Wir brauchen auch unbedingt eigentlich mal so eine Mending-Spitzhacke, die sich immer wieder selbst repariert. Max, ich werde einmal ins Nether gehen, schnell braune Pilze holen, ja? Warte, ich komm mit, Bro. Ich komm mit. So, Stani ist hier schon ins Nether gegangen. Wir gehen hier durch das wunderschöne Portal, was Stani gebaut hat, durch dieses riesige Schwert. Übernice, Leute. Oh. Ey, Max, wir müssen auf jeden Fall... Alter, ich bin hier fast runtergefallen. Ja, du musst aufpassen. Wir müssen das hier unbedingt noch ausbauen, weißt du? Dass wir einen besseren Weg hier ins Nether haben. Ja, warte mal. Ich mache hier mal direkt ein bisschen mit Cobblestone. Bro, ich mache hier auch, ne, ich mach hier auch einen Weg. Cobblestone ist eh das Beste im Nether, weil die Gasts das auch nicht kaputt machen können. Okay, komm mal hier lang, komm mal hier lang. Und dann können wir hier... Oh, guck mal, hier das Geile ist, hier könnten wir auch direkt Netherite-Farm gehen, ne? Ui. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe eh noch viel TNT. Ja, vielleicht, wenn die mir mal das TNT ausbohren... Oh, warte mal, wir müssen... Ich wollte auch noch ein bisschen Netherite für Candy und so Farm gehen. Ich glaube, das geht nur runter. Wir sind hier wahrscheinlich zu hoch, weißt du? Das ist eine totale dumme Gegend, wo wir jetzt hier gespawnt sind. Ja, das ist wirklich... Das müssen wir ausbauen einmal. Bauen mal Treppen und so. Ja, genau. Lass runtergehen. Hey, da vorne sind auch Fackeln schon. Siehst du das? Da ist ein Weg. Irgendjemand war da vorne schon. Einfach ist doch hier, glaube ich, auch durchgegangen. Das Portal. Wir müssen jetzt nur gucken, wo wir Pilze finden, Bro. Wo finden wir Pilze? Ich habe ein paar Mal welche schon gesehen. Ach, guck mal, da unten ist das Portal, was von mir ist quasi. Ja, das ist von dir. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ah, okay. Bro, ist Pilze in diesem roten Gebiet? Ja, komm mal mit. Ich weiß, glaube ich, wo. Bro, und dann werden wir Unsichtbarkeitstränke machen und dann können wir die da richtig belauschen und alles. So und machen wir das. Sagen,
Ich werde ihn dann, ey, dann werden wir dir nochmal eine Nachricht hinschreiben, wenn die unser Gebiet betreten, dann ist over. Ja, sollen, dann mal, gibt's direkt ehrlich, Krieg. Wir können ja Frieden gerne an Seite leben, aber ja, wir sollen uns einfach in Ruhe lassen. Fertig ja, ist. Die haben halt einfach Verbot. Mehr, Bro, die haben einfach Verbot. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, weil das, was die gestern abgezogen haben, Bro, das war zu krass. Und dann sagen die Leute immer noch, wir sind Team Böse. Ja, also, ja, das war echt. Kann ich auch gar nicht mehr ernst nehmen. Das war echt einer zu viel. Das war wirklich einer zu viel. Oh, ich habe keine Dings dabei, keine Pfeile. So, warte mal, ich kann dir geben. Ich habe 4 Stück. Ein Pfeil brauche ich, ein Pfeil. Ja, ja, warte hier. So, hier müssen eigentlich immer irgendwo Pilze sein. Das kann doch gar nicht sein hier. Hier oben sind Pilze, rote aber. Kann man das nicht auch mit den roten machen? Nee, hier sind braune. Warte, ja, braune, hier sind braune. Ja, super. Hab's auch gerade gesehen. Ich habe auch 6 Spinnenaugen noch. Also wir haben... Stark. Oh mein Gott, hier sind voll viele. Let's go. Bro, was ist hier eine Pilzfarm? Wir können eine Pilzsuppe kochen. Wir müssen sag ich dir ehrlich, alles umbauen, dass wir alles oben in der Burg haben. Ja, weißt ja, das müssen wir eh mal später, irgendwann mal, wenn wir Zeit haben, alles nehmen. Hochlegen. Leute, dann werde ich nämlich auch komplett umziehen. Ja, ich werde gar nicht mehr in meinem Penthouse wohnen. Alter, voll das Jump'n'Run hier. Oh Gott, fast runtergefallen. So, okay, jetzt haben wir alles, um uns Unsichtbarkeitstränke zu machen. Jetzt haben wir, ja, jetzt können wir uns richtig nice Unsichtbarkeit, wir können sogar richtig viele Tränke machen, weil die ganze, hast du noch, Zuckerrohr hast du noch da, ne? Wenn nicht, können wir auch bei Timmy. Ja, gucken. Ja, hab ich noch. Hä? Was ist das denn ja, da? Ja, Bro. Ich hab schon Kenny eine Ansage gemacht. Warum baut der da so einen Müll, Junge? Ich hab schon gesagt, entweder er baut uns da jetzt alle als Netherite Guards hin oder wir werden ihn so fertig machen, dass er kein Minecraft mehr spielen muss. Ja, hä? Ja, ja. Warum baut der seine einzelne Figur hier hin? Und vor allem auch noch auf mein Haus, was er von mir noch kopiert hat. Warte mal, das muss ich mir mal angucken, kurz gehen. Ja, ja. Okay, Freunde. Ey, wir brauchen noch unbedingt mal wieder Enderperlen. Hätten wir auch gerade noch im Nether mitnehmen müssen. Enderperlen, ganz wichtig, wenn man fightet. So, wir brauchen noch Zucker, hat er gesagt. Okay, haben wir auch noch ein bisschen was. So, Trank der Unsichtbarkeit. Ja, die halten 8 Minuten. So. Wir müssen halt da raus... Bevor die Zeit abläuft, ne? Hier, zack, einen Trank. Naja, ja, 8 Minuten, Bro, das schaffen wir locker. Die Falle kennst du ja da, ne? Bei der Tür, wenn du in Vives Haus gehst, ist da eine fette Falle, Alter. Oha. Ja, ich werde auf jeden Fall den Eingang von der Vive sprengen und die Falle erstmal dicht machen, weißt du? Ja, okay. Dann würde ich sagen, let's go, Leute. Wir werden uns jetzt reinziehen. Let's go, Yugi. Und wir werden jetzt Amir retten und deine Sachen. Let's go. Die Einbruchbrüder. Die Netherite Guards meinst du wohl? Ja, aber wir sind auch die Einbruchbrüder, Mann. Wir sind auch die Einbruchbrüder. Wir kennen uns schon so lange und jetzt werden die gemeinsam Arm hier retten. Ja. Ja, Mann, okay. Sag mir, wenn du den Unsichtbarkeitstrank reinhaust, okay? Ja, ja, wenn wir da vorne sind ungefähr. Und wir dürfen natürlich auch nicht reden da, ne? Dann wir dürfen nicht reden. Okay, Leute, wir reden jetzt nämlich nicht mehr, weil die dürfen uns jetzt natürlich auch nicht hören, wenn wir jetzt hier in der Nähe sind. Okay, nachts, der Nachtangriff, der Arm hier Rettungsangriff. Stani, pst, du hast einen Pfeil. Du hast einen Pfeil in deinem Kopf. Ja, ich weiß, Mann. Der geht aber gleich weg, denke ich. Leute, Angriff, Angriff, Angriff. Das heißt, dieser verdammte Pfeil. Okay, der Pfeil ist weg. Sehr gut, sehr gut. Und nichts, man darf auch nichts in der Hand halten. Wir gehen da jetzt rein. Wir müssen auf die Zeit achten. Ich hör die, da unten sind die. Weißt du, was ich mit dem goldenen Apfel machen werde? Und Amir ist auch da. Amir, die haben Amir hier in eine Obsidianbox eingesperrt. Ja. Und SU ist hier. Wäre SU jetzt alleine? Wenn SU hier alleine ist, könnten Stani und ich den eigentlich angreifen. Nein, bin ich nicht und das weißt du eigentlich, Amir. Du bist böse. Amir, wir werden dich retten kommen. Wir müssen auf den richtigen Moment warten. Ich sehe gerade, was macht Rustig da? Kannst mitkommen. Rustig ist auch da. Sonst schlaf ruhig. Aber wo ist? Mach was du willst. Ja, seht ihr? Ja, ihr könnt mich nur erpressen. Nein, das hat aber das Bro, du musst uns auch verstehen. Alpha Stein ist auch hier. Der jetzt auf einmal hier. Hey, warte mal. Was gibt euch Kumpel? Alpha Stein sagt Kumpel zu denen. Rustig, guck mal an, wie er aussieht. Der ist ein Verräter. Warum bist du blau? Was hast du da? Ich hab neuen Anzug. Wie, du hast einen neuen Anzug? Dann kann ich euch mal zeigen. Verschweigen? Amir, will er dich rausholen hier aus dem Alpha Stein ist. Ja, macht gemeinsame Sache mit denen. Alpha Stein ist ein Verräter und ich habe ihn zu uns aufgenommen. Ich, hab ich auch, glaube ich, nichts zu tun, aber Freunde, was habt ihr gerade vor? Was wollt ihr machen? Okay, die sind jetzt aber zu dritt, Stani und ich nur zu zweit. So können wir die uns nicht packen. Amir, komm mal. Du besserst dich ja gerade. Ich habe einen Job für dich, ja? Die lassen Amir einfach arbeiten. Habt ihr es gehört? Die lassen Amir einfach arbeiten. Ich guck mich jetzt hier aber gerade mal um, Leute. Weil das Ding ist, ja, wir müssen Amirs Loot auch noch rausholen. Dann können wir das nämlich Amir schnell geben. Guck mal, die haben ihm hier so eine richtige Knastzelle gebaut. Aber wir haben nur noch 4 Minuten. Wir sind in 4 Minuten werden wir nämlich wieder. Sehen die uns nämlich wieder? Ich kann mir aber vorstellen, dass genau unter okay, nur noch die Hälfte der Zeit. Sich ey Leute, wenn die wüssten, dass wir hier gerade rumlaufen. Oh, muss aufpassen. Du denkst, ich will dich verstecken oder was? Nein, ich hab sowas nicht vor, wirklich. Wenn die wüssten, dass wir hier gerade rumlaufen. Komm mal mit. Oh Leute, 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 wir müssen hier rausfinden, wo die Sachen sind. Okay, Essie und Alpha Stein sind hier. Ich kann dir doch nicht unseren Plan erzählen. Ich muss mir sagen, was ich vorhabe, wirklich. Was haben die für einen Plan? Hast du hier gerade irgendwie Loch gemacht? Warte mal, da hinten ist Amir.
Nein, ist Amir. Vielleicht ist das der Moment, um Amir zu retten. Ich hab irgendwie alle umbringen, Alter. Ich glaub. Psst, Amir. Los, psst, Amir. Nein, ich frag mich voll wirklich. Also, wir werden dich retten. Komm. Halt, du, ich spiele ihn noch auf. Achtung, komm. Hey, Mann, Hilfe! Hilfe, Monster! Okay, Leute, ich hab zumindest schon mal die Pickaxe von Stani, von Amir. So, was jetzt seid noch mit Alpha-Stein? Ich bin nicht mein Nissan-Gott, Leute, wirklich. Essie und Russi könnt euch nicht schlafen legen. Ich muss noch kurz mit Ami reden. Er sagt, er wäre nicht bei uns. Mit Ami reden? Der gehört doch gar nicht zu dir. Oder gehört der doch zu dir? Nein. Wirklich, wir haben noch was zu besprechen, was wichtig ist. Ich will jetzt hören, was Alpha-Stein sagt. Wir lassen sie kurz reden. Ich habe eh meine NRP, die werden hinterher haben, falls was. Ohne meine Items tausche ich eh nicht ab. Ich bin gespannt, was Alpha Stein. Ami, ich weiß, wo deine Items sind. Alpha Stein weiß, wo die Items sind von ihm. Oh, Stani macht TNT, Stani macht TNT. Ich hätte vielleicht die Idee, wo ich es versteckt haben könnte. Ey, das TNT, schieß drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffen kann. Ich denke, ich kann die irgendwie besiegen. Nee, die sind zu stark. Wo sind die denn? In einem von den Gebäuden müssen die sein. Ich werde mir das anschauen. Ich habe eh ab und zu Freigang. Okay, beobachte die jetzt, okay? Die ganze Zeit, bitte. Wohl, Alpha Stein scheint wirklich noch auf unserer Seite. Alpha Stein ist wirklich noch auf unserer Seite. Er schleicht sich nur bei den anderen rein. Noch ein bisschen auf Beef jetzt gleich spielen, ganz wichtig. Oh mein Gott, er zündet. Stani zündet hier alles. Das war ein Creeper. Los, Amir, folgt mir, beweg dich jetzt. Hä, warum ist hier TNT? Warum ist hier TNT? Hallo? Ziehst du hier TNT, Alpha Stein? Okay, ich werde jetzt hier auch noch mal ein bisschen Action machen. Das war ich wirklich nicht. Das habe ich getan. Ich werde jetzt ja auch noch mal ein bisschen Action machen. Ich war das nicht, Freunde, wirklich. Ich hab doch die ganze Zeit mit Ami geredet. Wer war das dann? Irgendwelche Geister oder was? Unsichtbare Geister oder was? Ey, hast du TNT platziert? Seid froh, dass ich kein Feuerzeug hatte. Hey, weg mit den Monstern. Wirklich, Brüder, ich hab nichts damit zu tun. Ey, die machen... Hey, guck, da seht ihr es doch. Ich hab nichts damit zu tun. Die checken gar nicht, dass wir gerade unsichtbar sind. Stand hier, ich hab nichts gemacht, Freunde, hallo. Oh nein, jetzt packen die das Alpha-Stein oder was? Das ist ein Alpha-Stein einfach. Da ist schon wieder was explodiert. Hier, beobachtet mich, ich mach gar nichts. Ja, wir müssen jetzt noch mehr Explosionen machen, damit die nicht denken, dass Alpha-Stein was macht. Freunde, ich hab hier niemand. Gott ist da! Was? Der Netherite-Gott? Ihr werdet bestraft! Ja! Wir machen einen Unsichtbarkeitsangriff. Sehr gut, sehr gut. Okay, unsere Mission hier ist erfüllt. Wir haben die Pickaxe von Stani wiedergeholt. Ami ist noch nicht gerettet, aber Alpha-Stein wissen wir, dass er auf unserer Seite ist. Alter. Oh, der schießt mich. Was passiert hier? Ja, die sind uns nicht was. Juhu, komm, schnell. Oh, nein. Oh, die haben mich bemerkt. Es wird Zeit abzuhauen. Oh. Das Problem ist nur, das waren jetzt zu viele, um Amir zu retten. Oh, die rennen uns hinterher. Das waren jetzt zu viele, um Amir zu retten gerade. Das müssen wir nächstes Mal machen. Aber zumindest haben wir schon mal einen Unsichtbarkeitsangriff auf die gemacht. Und wir haben die Gottes-Pickaxe von Stani wieder gerettet. Mit Glück, Verzauberung und so weiter drauf. Was hat die überhaupt für Verzauberung, wenn Stani die so wichtig war? Gottes-Pickaxe. Glück, 3 Reparaturen. Okay, die ist wirklich gut. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück zu unserer Netherite-Festung. Netherite-Guards. Oh ja, Leute, let's go! Wir sind die Netherite Guards! Okay, wir ziehen uns jetzt mal zurück. Ich hoffe, Stani hat es auch rausgeschafft, weil unser Unsichtbarkeitstrank lässt ja auch in einer Minute nach, Leute. Und es wird wieder Tag. Das war wirklich sehr erfolgreich. Oh, Leute, Stani hat gerade geflüstert. Komm zum Casino. Okay, warte, wir gehen da mal hin. Dann treffen wir uns da mit Stani. Stani! Ja, wo bist du? Hier, warte. Ich bin noch unsichtbar. Ach so, Bro. Ey, Bro, ich hab die Falle von der Vibe entschärft, ja? Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, da könnt ihr jetzt nichts mehr machen, Alter. Die Falle ist kaputt. Jawohl. Ey, du hast auch noch TNT gezündet, ich habe auch noch TNT gezündet, weil die hatten zwischenzeitlich Alpha-Stein verdächtigt. Deswegen habe ich weiter noch TNT gezündet. Und hier ist noch deine Pickaxe. Voll gut. Ich habe auch Alpha-Stein belauscht. Der meint es wohl wirklich ernst. Der ist wirklich einer von uns. Bro, Alpha-Stein ist wirklich auf unserer Seite, Ich hätte es nicht gedacht, aber der ist wirklich auf unserer Seite, weil er hat mit Amir so geredet und ich habe es gehört. Ich sag mal, der soll Casino kommen. Ja, der soll mal direkt hierher kommen. Da müssen wir einen Plan machen, Alter, dass wir Amir da befreien. Hast du gesehen, was die mit dem gemacht haben, Bro? Der muss da so arbeiten und im Obsidian-Gehege wird der da und so. Wie ehrenlos der da war. Behandelt worden ist auch, muss ich sagen. Keine Ahnung, was gehalten, ey. Bro, dafür, dass die immer sagen, dass das die Guten sind, habe ich aber Team davon gut. Nicht so viel. Das ist ja, Team Arbeitslager ist das, ey. Ey, Alpha-Stein, Junge. Yo, Alpha. Ich hab die belauscht, habt ihr es gesehen? Ja, hast du wirklich gut gemacht. Bro, du scheinst ja wirklich ein Ehrenmann zu sein, Alpha-Stein. Ist ja wirklich einer von uns. Ich hab mich getäuscht, Alter. Aber du scheinst einer von uns zu sein. Ich war mir auch nicht ganz sicher. Ich hör zu den Netherite Guards. Netherite Guards.
Was machen wir jetzt, Alphastein? Sollen wir jetzt angreifen oder was? Wir sind gerade in der Überzahl. Warte mal. Aber wir haben Armee, wir haben alle Items vom Armee. Erst müssen wir rausfinden, wo die ganzen Items sind, Leute. Ja, weil ohne die Items ist Armee richtig broke, ey. Der braucht locker eine Woche, um das wieder zu erfahren. Ja, wie machen wir das am besten? Bro, oder wollen wir uns unterirdisch hinbauen? Oh. Aber Leute, lasst uns das richtig gut planen. Lasst das lieber nächstes Mal machen. Dann bauen wir da einen Tunnel unterirdisch hin und werden Armee genau, und seine Genau, Sachen wir fangen holen. Da bei der Brücke unten an, Bro, und dann werden wir so einen Überraschungsangriff machen, Junge. Weil ich habe jetzt auch nicht mehr super viel Zeit. Ja, das ist gut. Du bist unser Spitzel. Ja, ja, genau. Sneak dich da rein. Wo die Items versteckt haben. Genau, das wäre richtig wichtig. Willst du denen hier so einen Apfel geben, so Gold abgeben, ja, Freund? Als Friedensangebot, genau. Genau, sehr gut. So machen wir das. Warte mal, guck mal, ich gebe dir noch zwei TNT. Genau, wir schreiben das jetzt noch in den Chat rein. Und sag noch, das TNT hast du noch von uns aus der Base geklaut oder so. Sag, genau. Ja, genau, gute Idee, Mann. So machen wir das. Okay, geh zurück, Alphastein. Ich werde alle Items für euch holen, Mann. Für Armee, für die nächste Folge. Und dann werden sie dafür bezahlen, was sie uns angetan haben. Dann werden wir die mit den Amboss hinrichten. Ja, Amboss-Strafe. Ja, Amboss, okay, Alphastein, geh jetzt zurück. Okay, komm. Okay, Leute. Dani, wir gehen zurück zu unserer Festung. Ja, sehr, sehr gut, Alter. Gut, dass wir Alphastein an unserer Seite haben. Bro, mit Alphastein sind wir die Stärksten hier auf der Insel, Junge. Ja, also wenn Armin wieder ausgerüstet ist, dann schon. Jetzt gerade ist dann so 3 gegen 3, ne? Bro, ich sag dir ehrlich, das war schon sehr, sehr stark gewesen. Das war unnormal heftig. Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen besser ausrüsten, sag ich dir ehrlich. Ja, safe, auf jeden Fall. Bro, wir brauchen viel mehr Tränke, viel mehr Enderperlen. Ja, ich denke, ich werde jetzt auch gleich noch ins Nether reingehen, noch ein paar Enderperlen farmen. Da bei diesem Wald da, weißt du? Dann lass ins Nether gehen, Netherite farmen. Okay, Bro, dann farm ich jetzt noch ein bisschen Sand, machen wir noch ein bisschen TNT und dann machen wir jetzt noch richtige Farm-Session. Okay, sehr gut. Und die Treppe muss ich auch noch weiterbauen. So, Freunde, ich gehe jetzt nämlich mal, wir brauchen unbedingt nämlich Enderperlen. Ich bräuchte eigentlich Plünderung auf dem Schwert. Wir brauchen eigentlich echt ein Plünderungsschwert. Stani! Ja. Noch eine Frage. Bei deiner Villager-Farm hast du dann jemand mit Plünderung, Verzauberung? Bro, ich habe Plünderung 3 Schwert, habe ich. Oh, kannst du mir das mal ausleihen zum Ding farmen? Willst du Enderperlen farmen? Ja, ich gehe uns Enderperlen holen. Sag ich in meiner Ender-Chest, ich gebe dir das schnell mal. Sehr gut. Bro, dieses Plünderung 3 Schwert ist auch so overpowered. Ja, dann gehe ich uns da direkt 100 Enderperlen holen und dann haben wir Vorrat. Ja, ich habe ja auch noch 37 Lohnrouten und so, ne? Also, brauchen wir nicht mehr. Wir müssen echt mal alle unser ganzes Zeug hochlagern. Das ganz wichtige Zeug in unsere Base rein. Da können wir oben Tränke machen, alles. Ja, Bro, am besten, wenn du Enderperlen hast, können wir Ender-Chests oben machen, weißt du? Ja, wir bauen uns eine Bro, dann können wir uns auch so viel Ender-Chest machen, dass wenn wir mal angegriffen werden, wir schnell eine Ender-Chest blazen und die Sachen reinpacken. Genau, so eine Notfall-Ender-Chest immer dabei im Gepäck. Ja, perfekt. So machen wir das. Okay, bis später. So, und ab ins Portal rein, Leute. Ey, das nächste, was gebaut wird, ist safe wie eine Treppe hin. Das dauert jedes Mal so lange, um hier hochzukommen. Wir hatten ja diesen Wald gefunden, wo die ganzen Endermänner drin sind. Jetzt nur noch die Frage, wo war das nochmal, wo wir den Wald gefunden haben? Ich glaube, wir sind hier hinten lang. Bei dieser Seelensandwüste sind wir entlang und dann kam nämlich, glaube ich, dahinter der Wald. Oh, Leute, da ist schon der erste Enderman. Sehr nice. Komm zu Papa. Gib mir mal ein paar Enderperlen. Nein! Jetzt ist er da runter. Ach, ey, Mann. Jetzt fällt er auch noch hier runter, Leute. Ich glaub's nicht. Oh, Leute, jetzt greift mich auch noch ein Gast an. Ey! Wie, mein Pfeil trifft nicht. So. Ah, so. Sehr gut, Leute. Jetzt wird hier erstmal ein bisschen schön gefarmt. Oh, direkt 2 Perlen. Nice. Alter, wie bin ich jetzt gerade Level 19 geworden? Habe ich hier gerade wegen dieser Herausforderung, die ich abgeschlossen habe, hier gerade so viel XP bekommen, oder was? Hallo, Enderman. Komm mal da runter da oben, ey. Komm mal runter. Okay, 3 Enderperlen. Das geht echt gut, Leute. Ein Plünderungsschwert. Beschweren kann man sich da eher weniger. Wo sind jetzt hier die Endermanis? Komm her, komm zu Papa. Oh, 5 Enderperlen. Da ist der nächste. Moin. Komm mal her, kleiner Enderman. Ich will doch nur reden mit dir. Ich dachte, du kannst dich hochteleportieren. 7 Enderperlen. Hello, ey, du da. Chillen einfach hier auf den Bäumen, Leute. Oh, das sind 2. Oh, jetzt muss ich gegen 2 kämpfen. Ach, gar kein Problem. Wir sind halt zum Glück wirklich gut ausgestattet. Ja, moin, was willst du denn hier? Kleiner Baby-Pickling. Ich hole jetzt einfach mal 20 Perlen.
Dann gebe ich noch 10 Stani. Dann hat jeder 10. Also ich denke, so 10 Perlen sollten mal für den nächsten Fight reichen. Hallo, komm mal runter da. Hallo, ich guck dich an. Checkst du das? Oh. Boah, der ist einfach selbst gestorben wegen meiner Dornverzauberung. Aber okay, ist an sich nicht so gut. Also wir killen die besser mit unserem Schwert wegen der Plünderung. Die Plünderung wirkt ja nur, wenn wir den jetzt hier weghauen. Hey, ich krieg halt keine Enderperlen. Was ist denn jetzt los? Nur 13. Hallo. Okay, jetzt haben wir 16. Das hat sich ja wieder gelohnt. Ach, oh, Leute, ich bin auch doof. Ich habe es gar nicht gesehen. Man kann ja nur 16 stacken. Wir haben jetzt schon 19. Okay, komm, einen holen wir noch weg. Ah, okay, easy. Wir haben 22 Enderperlen. Das sollte ja für den nächsten Fight reichen. Und wir können damit jetzt auch noch direkt eine Ender-Chest eben in unsere Netherite-Base bauen. Richtig und wichtig, Leute. Oh, Leute, wisst ihr, was ich mir gerade denke so? Dieser Sand, der brennt ja blau, wenn wir den hinlegen. Das wäre eigentlich auch krass bei unserer Base. Ich nehme davon mal ein bisschen was mit. Das wird Stani bestimmt auch feiern. Dann haben wir nämlich so blaues Feuer bei unserer Base. Alter, hahaha. Ganz krass. Das ist doch eigentlich schon wieder nice, Freunde. So, und wieder zurück in die normale Welt, Leute, in unsere Netherite-Base. Oh, und hier müssen wir immer noch diese Treppe bauen. Also es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Das zweite Stockwerk muss auch noch drauf gebaut werden. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es für die heutige Episode gewesen sein. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter bauen. Beziehungsweise ich denke, am Wochenende werden wir auch wieder streamen. Da wird hier auch wieder richtig viel gebaut werden. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut da rein, Leute. Euer Crymax.